Ja, es ist ja bei allen Mannschaften so, dass es überhaupt nicht schön ist, wenn ein Leistungsträger ausfällt. Und da ist Rafa einfach nur mal für uns, aber die rote Karte hat er nun mal bekommen. Und das bedeutet dann für uns aufstellungstechnisch, dass Sigurd Björnsson für Rafa in die Innenverteidigung rücken wird. Sigi hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat auch jetzt in den 50 Minuten, die er in Aalen auf dem Platz stand, da hinten sofort aus der Kalten sein Mann gestanden. Und deswegen hoffe ich, dass der Ausfall so aufgefangen wird, wie wir uns das vorstellen, nämlich durch eine gute Leistung von Sigi Sigurd Björnsson. Ja, wir haben in den ersten beiden Spielen jeweils in der Schlussphase Punkte aus der Hand gegeben. Gegen Frankfurt waren es zwei, jetzt in Aalen war es dann ein Punkt. Das nimmt man mit nach Hause, definitiv. Das nimmt man auch mit ins Bett. Und trotz alledem ist es so, dass man das, was passiert ist, nicht mehr zurückdrehen kann. Ja, es ist total enttäuschend, total ärgerlich. Aber am Dienstag gegen Lotte heißt es dann, diese Dinge aus dem Kopf zu bekommen. So Fußball zu spielen, dass wir zu vielen Abschlüssen kommen, dass wir zu Abschlüssen kommen, aus dem einfachen Grund, damit man merkt, dass wir von in der Box einfach gierig sind, galliger sind, um Tore zu erzielen. Das ist das, was uns jetzt gerade in Aalen gefehlt hat. Gegen Frankfurt war das in Ordnung, nicht gut genug, um Spiele zu gewinnen. Aber den Anspruch haben wir und den setzen wir um. Und jetzt permanent immer nur das Negative mit den Jungs zu besprechen, wäre mit Sicherheit aus meiner Sicht ein Fehler. Wir sprechen die Dinge an, aber wir tun auch ganz, ganz oft Sachen positiv verstärken, auch wenn es davon jetzt in Aalen nicht ganz so viele gab. Aber es waren Sachen auf dem Platz, die funktioniert haben. Unterm Strich habe ich schon des Öfteren gesagt, das Ergebnis ist das Wichtigste und deswegen zählen für uns natürlich am Dienstag nur die 3 Punkte. Ja, was zeichnet einen Aufsteiger aus? Es ist ganz oft so, dass Mannschaften, die mit einer ganz, ganz geringen Erwartungshaltung in die Saison gehen, für die eine Liga oder für einige Spieler von Lotte ist die dritte Liga Neuland, nicht für alle Spieler, aber für einige Spieler, dann geht es einfach darum, dass man sich über kleine Erfolgserlebnisse in einem Spiel eine breite Brust erarbeitet. Und das ist jetzt Lotte gerade im ersten Auswärtsspiel in Bremen, auch aufgrund der Chronologie des Spieles in guter Art und Weise gelungen. Und das zeichnet so eine Mannschaft aus, dass sie sich nicht durch den ersten Fehler, den mal ein Spieler macht, den man Gruppenverband auf dem Platz macht, dass sie sich da aus der Ruhe bringen lassen. Und deswegen wird uns ein kompakter Gegner erwarten, der aber auch nicht mauert. Das haben sie in Bremen gezeigt. Sie sind sehr, sehr früh angelaufen, phasenweise, und haben dann aus ihrer ersten Möglichkeit in Bremen Tor gemacht. Und so hat das Spiel dann die Entwicklung genommen, die sich die Lotter-Spieler gewünscht haben. Und das haben sie dann gut auf den Platz gebracht. Und im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden war es auch so, dass unterm Strich Lotte hätte als Sieger vom Platz gehen müssen. Ja, ich finde, das versteht sich von selbst, dass ich für Salih stimmen würde. Er hat ein schönes Tor gemacht, hat ein 1:0 gemacht, was für die Stürmer ja auch mal ein wichtiges Tor ist. Nie unbedingt das 4:0 oder 5:0 zu schießen, das gehört auch dazu. Aber ein 1:0 ist immer ein extrem wichtiges Tor. Und deswegen würde ich natürlich auch, wenn ich eine Stimme abgeben würde, für Salih stimmen. Das liegt, finde ich, in der Natur der Sache und gehört sich so.